Good evening. Guten Abend. Can you hear me? Hört mich jemand? Good evening. Oh, thank you. Danke, danke. Are you all glad to be here? Seid ihr froh, hier zu sein? Yes. You know, I have friends that when they come to Europe, they're scared of trying to get a response from the people. Wisst ihr, ich habe Freunde, wenn die nach Europa eingeladen werden, dann haben sie immer Angst, weil sie denken, das Publikum, das reagiert nicht. I have news to bring back to them. Ich habe Neuigkeiten für sie. Amen. Yeah. Amen. I love it. Nicht übertreiben. Translate for me. Don't exaggerate. Ah, yes. I agree with Johannes. Nur Spaß. Before I pray this evening, I would like to just encourage all of us that we are living in momentous times in Earth's history. Bevor wir jetzt gleich zusammen hier beten werden, möchte ich unsere Aufmerksamkeit darauf richten, dass wir wirklich in ganz entscheidenden Stunden leben. We are told that what will come upon the world will come as an overwhelming surprise. Uns wird gesagt, dass das, was der Welt bevorsteht, für sie eine gewaltige Überraschung sein wird. We are also told in the book of Daniel that there will be a time of trouble such as never has been since there was a nation. Und wir lesen auch im Buch Daniel, dass es eine Zeit der Trübsal sein wird, wie sie noch nie war, seit es Völker gibt. Which means that God needs to have a people who have never been since there was a nation. Und das bedeutet aber auch, dass Gott dann ein Volk haben muss, das es auch noch nie zuvor in der Weise gab. A people who will be prepared and who will walk with him so closely. Ein Volk, das vorbereitet ist und das in so enger Gemeinschaft mit Christus lebt. That when Jesus leaves the most holy place and prepares to come back to earth. Dass wenn Jesus das Allerheiligste verlässt und sich auf den Weg macht zur Erde. That when the Father looks on this planet. Dass wenn der Vater auf diesen Planeten schaut. He will see people who don't look like Craig or don't look like Johannes. Dass er nicht mehr Menschen sieht, die aussehen wie Craig oder wie Johannes, but each and every one of us will be a clear reflection of Jesus. Sondern jeder einzelne von uns wird eine deutliche Reflexion von Jesus sein. Before we get to that time, und bevor wir diese Zeit erreichen, we need to spend so much time in prayer like we have never done before. Müssen wir so viel Zeit im Gebet verbringen, wie wir es noch nie zuvor getan haben. We need to study the Bible with a new zeal. Wir müssen die Bibel studieren mit einem neuen Eifer. And we need to be prepared to preach the gospel not just when we say we're going as a church to give out some information. Und wir müssen bereit sein, das Evangelium weiterzugeben, und zwar nicht nur, wenn die Gemeinde einen Missionseinsatz ausruft. Our lives need to speak of Jesus. Unser Leben muss eine Predigt von Jesus sein. And for us to do that, we need a revival. Und damit das geschehen kann, brauchen wir eine Erweckung. Let's pray. Lasst uns beten. Bitte kniet dazu nieder, wenn möglich. Dear Lord, we come before you and we thank you for your ever abiding presence. Lieber Herr, wir kommen zu dir und wir danken dir, dass du immer gegenwärtig bist. You were here before we arrived. Dich gab es schon, bevor wir auf die Welt kamen. You knew what would take place during this weekend. Und du wusstest auch, ja, bevor wir hierher kamen, was an diesem Wochenende geschehen wird. And whilst we live in the present, we look forward to the future and we remember the past. Und wenn wir auch in der Gegenwart leben, so schauen wir doch auf die Zukunft und wir vergessen nicht die Vergangenheit. Right now we are approaching you as your children. Wir treten jetzt vor dich als deine Kinder. As your sons and daughters. Als deine Söhne und Töchter. And as I speak on the topic tonight. Und wenn wir dieses Thema, wenn ich das heute Abend bespreche. That we're a group of people who we think that we are rich and increased with goods and in need of nothing. Dass wir zu einer Gruppe von Menschen gehören, die sich für reich halten und denken, sie brauchen nichts. You know our true state. Du kennst unseren wahren Zustand. That we are wretched, miserable, poor, blind and naked. Dass wir arm sind und elend und nackt und bloß.
Help us to realize our true state. Hilf uns, dass wir unseren wahren Zustand erkennen. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Before I left the building yesterday, after I had finished speaking, nachdem ich oder bevor ich gestern Abend das Gebäude hier verlassen habe nach meiner Predigt, the Lord impressed me that I needed to make a clarification to you all today when I speak to you again. Da hat der Herr mir einen Gedanken eingegeben und ich habe das Gefühl, ich muss hier etwas klarstellen für euch allen, bevor wir in das Thema gehen. When I said yesterday, I think I said it in a way that I needed to clarify for you. Ja, ich habe das gestern in einer Weise ausgedrückt, wo ich denke, das muss ich noch mal besser klären. The letter that Jesus had written to the church of Laodicea. Das Sendschreiben von Jesus an die Gemeinde Laodicea. Is not just written just to a specific group within Laodicea. Ist nicht nur gerichtet an eine spezielle Gruppe innerhalb von Laodicea. It's written to the whole church. Sondern das ist an die ganze Gemeinde adressiert. To the cold, the lukewarm and the hot. Also es betrifft die heißen, die kalten und die lauen. Because all of us are in danger of becoming lukewarm. Weil jeder von uns in der Gefahr steht, zu den lauen zu gehören. So I don't want anybody thinking, oh well, I think I'm hot, and if you actually say that you're lukewarm. Also ich möchte nicht, dass irgendjemand hier sagt, das betrifft mich nicht, ich bin ja heiß. Wenn ihr so von euch denkt, dann seid ihr eigentlich schon lau. But I don't want any of you feeling that, oh well, you know, he said it's not, it's just for the lukewarm, it's not for me. Also ich möchte nicht irgendjemandem das Gefühl geben, das betrifft mich eigentlich gar nicht, ist nicht an mich gerichtet, ich bin doch gar nicht lau. It is for all of us. Es ist für uns alle. Because we are all in danger. Denn wir alle sind in dieser Gefahr. But there are some amongst us. Aber es gibt einige unter uns. And it may be me, it may be you. Vielleicht bin ich das, vielleicht du. That we need to make a decided change right away. Die brauchen einen entscheidenden Wechsel, eine Entscheidung, und zwar and we jetzt. Need to become hot for the Lord. Die brauchen diese Veränderung, dass sie heiß werden für den Herrn. Do we agree? Yes. Versteht ihr, seht ihr das auch so? I'd invite you to turn with me in your Bibles to the book of Revelation chapter 3 and verse 17. Ich lade euch ein, schlagt mir die Offenbarung auf Kapitel 3 Vers 17. It says, because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Hier heißt es, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts, und du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist. Now Laodicea was a wealthy city during the Roman period. Laodicea war damals in der römischen Zeit eine wohlhabende Stadt. Situated in the valley of the Lycus River. Sie befand sich in dem Tal des Lykos Flusses. Located on major trade routes that were connected to important cities like Ephesus and Smyrna and Sardis. Und sie befand sich auch an wichtigen Handelsrouten, die zu wichtigen Städten führte, wie Ephesus und Smyrna und Sardis. They were situated in a perfect spot to make money. Also es war der perfekte Ort, um viel Geld zu machen. It was a very prosperous commercial center in John's day. Und entsprechend war es in der Zeit von Johannes ein sehr reiches Wirtschaftszentrum. They specialized in the production of woolen goods. Ihre Spezialität waren Stoffe und Kleidungsstücke. It was a center of textile production and they had banks. Also es war ein Textilzentrum und sie hatten auch Banken. At that time it would definitely have been possible to say that there were people in the city that thought they were rich and increased with goods. Also es war zu der Zeit überhaupt keine Übertreibung zu sagen, dass in dieser Stadt tatsächlich Menschen lebten, die waren reich und die hatten jede Menge Güter. There would have been people who would have said, I am in need of nothing. Da waren mit Sicherheit Leute, die gesagt hätten, ja, ich brauche wirklich nichts. Now the same can be applied spiritually to our church today in this time period that we're living in. Und dasselbe kann man anwenden auf unsere Gemeinde heute in der Zeit, in der wir leben. We are rich and increased with goods. Wir sind auch reich, es fehlt uns an nichts. Some of us feel that we have need of nothing.
Wir brauchen nichts. So empfinden einige. But Jesus says that we're wretched, we're miserable, we're poor, we're blind, we're naked. Und trotzdem sagt Jesus, wir sind elend und jämmerlich, wir sind arm und blind und nackt. Now I could finish the sermon right here. Nun, ich könnte eigentlich die Predigt hier beenden. But this evening I have a whole text. Aber heute Abend kann ich ja über einen ganzen Vers predigen. And as I was contemplating this today, und als ich heute darüber nachdachte, I realized what Chris and the team have done. Da wurde mir klar, was eigentlich Christopher und sein Team gemacht hatten. They've given us sections of scriptures that make it hard to, and we have to study this thing out and find a way to make it last for an hour. Ja, sie geben uns immer nur kleine Häppchen und wir müssen uns dann die Mühe machen, sehr in die Tiefe zu graben, damit man eine Stunde damit füllt. And then they give some of us a whole text, which makes it difficult to put everything we find in an hour. Und dann kriegen wir auf einmal einen ganzen Vers und da steckt so viel drin, dass wir gar nicht wissen, wie kommen wir damit durch in einer Stunde. But I'm going to finish today. Aber ich werde zu einem Ende kommen. If I have to miss some points, I can email this message to you. Und wenn ich nicht alle Punkte besprechen kann, dann werde ich euch den Rest per E-Mail schicken. Pray for me. Betet für mich. I remember many years ago. Ich erinnere mich vor vielen Jahren. Well, it wasn't many, it was maybe a few years ago. Nicht viele, aber doch einige. After the divine service in church, we were standing in the front part of the church building. Es war nach dem Gottesdienst und wir standen so in dem vorderen Teil des Kirchengebäudes. And I was speaking with one of the elders of the church at that time. Und ich unterhielt mich gerade mit einem der Ältesten. A good friend of mine. Wir waren gut befreundet. And we were looking at some of these new guys who had just come into the church. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten über einige der Neulinge, die unsere Gemeinde besuchten. And these guys were on fire. Und diese Neuen, die hatten Feuer. Who remembers the day when they came into the church? Wer erinnert sich noch an den Tag, wo er in die Gemeinde kam? You were on fire, right? Da hattet ihr Feuer, oder? Ihr habt gebrannt. You should have said, I still am. Ihr hättet jetzt sagen sollen, ich hab's noch immer. We looked at these guys and they were talking, you know, prophecy, we want to share the gospel. Wir haben uns diese Leute angeschaut und sie haben gesagt, Prophetie ist klasse, wir müssen das weitergeben, das Evangelium. And my friend looked at me and he said, you know, these guys are so on fire for the Lord. Und mein Freund schaute mich an und sagte, weißt du, diese Leute, die brennen so sehr für den Herrn. And I was like, praise God, this is good. Und ich habe ihm gesagt, ja, wunderbar, dem Herrn sei Dank. And he laughed, he was like, ha, ha, ha. Und er lachte. They will soon cool down. Und dann sagte er, sie werden sich noch schnell genug abkühlen. I'll never forget that day. Das werde ich nie vergessen. Because I looked at him and I thought, you know, for you to say that, it makes me wonder what causes somebody to come into a church with a powerful message and then to cool down. Und ich habe ihn angeschaut und habe mich so gefragt, wie kann das sein, dass jemand in diese Gemeinde kommt und er brennt? Und was kann dazu führen, dass er dann kalt wird? And I have the question, have we cooled down? Und ich habe die Frage, haben wir uns abgekühlt? Just simmering above cold but below hot. Sind wir so ein bisschen am glimmen, nicht wirklich kalt, aber auch nicht heiß? We will discuss 3 points in my message today. Ich habe in meiner Predigt heute 3 Punkte. We will look at firstly what we say we are. Erst werden wir darüber nachdenken, was behaupten wir, wer wir sind? Secondly, we will look at what we actually are. Und dann werden wir betrachten, wie wir wirklich sind. And in closing, we will briefly see what we can become. Und drittens werden wir darüber nachdenken, was können wir werden? Are those 3 points clear? Sind die 3 Punkte klar? Now, the hot, the cold, and the lukewarm were identified in verse 16. Nun, wir haben gesprochen in Vers 16 über 3 Gruppen. Da sind die heißen, die kalten und die lauen. God clearly shows who they are. Gott zeigt deutlich, wer sie sind. He says, because you are lukewarm, er sagt, weil du lau bist, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. I will vomit you out of my mouth. Und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien. Und das Wort heißt eigentlich auch, mich übergeben aus meinem Mund. So here he's directing his thoughts. He's saying that these ones are the ones who are in danger of me throwing them out. Also hier werden die Gedanken gerichtet auf diese spezielle Gruppe, die in der Gefahr stehen, dass Jesus sie ausspuckt. The letter, as desperate as it is directed to them. Dieser Brief,
mit diesem ja fast verzweifelten Unterton, der ist an sie gerichtet. He's pleading with them. He's trying to give them an opportunity. He's trying to get their attention. Er fleht sie an, er möchte, dass sie ihre Gelegenheit nutzen und dass sie aufmerksam werden. Do you know what the problem with this letter is? Aber wisst ihr, was das Problem mit diesem Brief ist? I can't identify who you are. Ich kann nicht identifizieren dich oder wer dazugehört. I can't go to somebody here and say you're lukewarm. Ich kann nicht zu jemandem hingehen und sagen, du gehörst zu den Lauen. I can't go to anybody and you know we can identify and say, oh, these people, they're hot for the Lord. I can see the work they're doing, but the lukewarm remain hidden. Wir können vielleicht sagen, Mensch, das sind Menschen, die brennen für den Herrn. Man sieht es an dem, was sie tun. Aber die Lauen, die sind irgendwie verborgen. And even then, they can make themselves look like they're hot. Und sie können es sogar fertig kriegen, dass sie den Eindruck erwecken, sie seien heiß. But they're lukewarm. Und trotzdem sind sie lau. The only one who knows who you are is you and Jesus. Der einzige, der wirklich weiß, wie es in dir aussieht, das bist du selbst und Jesus. The end result is to be vomited out of his mouth. Aber am Ende wird es dazu führen, dass er uns ausspeit. That in the midst of saying yes, I'm an Adventist and I believe in the message, you still are at risk of leaving. Dass obwohl du sagst, ja, ich bin ein Adventist und ich stehe zu dieser Botschaft, du trotzdem in der Gefahr stehst, die Gemeinde zu verlassen. And those who leave just before the times of trouble will really begin. Und die gehen werden, kurz bevor die Zeit der Trübsal beginnt. Will prove to be the worst enemies of the Adventist Church. Werden sich entpuppen als die schlimmsten Feinde der Adventgemeinde. And believe me, I've seen some who have already left. Und glaub mir, ich habe schon einige erlebt, die Gemeinde verlassen haben. Who were once amongst us. Die einmal zu uns gehörten. Who fellowshipped with us, shared hymnals with us, prayed with us. Mit denen wir Gemeinschaft hatten, wir haben zusammen gesungen und gebetet. And when they leave, they become vicious. Aber wenn sie einmal gehen, dann werden sie richtig bösartig. My friend would post informational posts on Facebook. Mein Freund, der postet manchmal Informationen auf Facebook. And they will be the first ones to come up with the big arguments against it. Und sie sind immer die ersten, die dann in den Kommentaren einen großen Streit anfangen. For the whole world to see. Und die ganze Welt kann es beobachten. And it makes me wonder, how did Jesus feel when Lucifer became Satan? Und deswegen stelle ich mir die Frage, wie ist es Jesus ergangen? Wie hat er sich gefühlt, als Lucifer zu Satan wurde? Maybe this whole experience is here for us to have a deeper understanding of the great controversy. Vielleicht ist diese Erfahrung von Laodicea, vielleicht dient die auch dazu, dass wir ein tieferes Verständnis vom großen Kampf bekommen. And God has not designed that any of you should leave him. Und es war nie Gottes Absicht, dass irgendjemand von uns ihn mal verlassen sollte. I would actually say it's harder for you to leave than it is for you to stay. Und ich würde sogar sagen, es ist schwerer für euch, hier die Gemeinde mal zu verlassen, als zu bleiben. So I'm saying today, und deswegen sage ich heute, at 52 minutes and 17 seconds onwards, während ich noch 52 Minuten und 14 Sekunden habe, if you leave, wenn ihr mal geht, do not say that God made it so that you would never be in his church. Dann behauptet bitte nicht, dass Gott es so gewollt hat, dass ihr nie in seiner Gemeinde Glied seid. If you leave, it's because of your own choice. Wenn ihr die Gemeinde verlasst, dann bleibt es immer eure eigene Entscheidung. Sin is a choice. Sünde ist eine Entscheidung. Sin is a choice. Sünde ist eine Entscheidung. Don't be deceived. Entschuldigung. There are some who are saying, oh no, you can't help but do those things. Lasst euch nicht täuschen, denn es gibt manche Leute, die sagen, ach, man kann das gar nicht verhindern, man macht es einfach. Whatever decision you made, it was a choice. Es ist nicht so, wenn das passiert, es war eure Entscheidung. That wasn't even part of my message. I just felt that I had to share that with you. Das stand gar nicht auf meinem Konzept. Ich hatte einfach das Gefühl, das euch mitteilen zu müssen. We're in serious times. Wir leben in ernsten Zeiten. Now we are not left to guess at who the lukewarm in the church are. Nun, aber Gott lässt uns auch nicht im Zweifel darüber. Wer sind eigentlich die Lauen in der Gemeinde? Well, we're not left to guess as to why Jesus called the lukewarm lukewarm. Er lässt uns nicht im Zweifel darüber, warum nennt er bestimmte Leute lau? As we've read before, Revelation 17 clearly identifies why. Verse 17. Denn wir haben ja gerade den Vers 17 gelesen und da wird es ja genau beschrieben, warum das der Fall ist.
You see, he identifies the lukewarm in verse 16, and in verse 17, he says that they are this way because. Denn er sagt ja in Vers 16, es gibt Laue, und in Vers 17 begründet er, was ihr Problem ist. Because you say, I am rich, increased with goods, and have need of nothing. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts. That is why the lukewarm are lukewarm. Und deswegen sind die Lauen lau. The reasons for their lukewarmness is because of what they are saying. Das ist der Grund für ihre Lauheit, das, was sie von sich behaupten. Now who here is rich and increased with goods and in need of nothing? Let me see your hands. Wer von uns hier ist reich und reich geworden und braucht nichts? Könnt ihr euch mal melden? Show me. You won't do it. If I said if you are lukewarm, keep your hands down. Ja, keiner meldet sich. Also, wer von euch lau ist, dann bitte jetzt nicht melden. They still keep their hands down. You're all lukewarm now then. Okay, ihr seid also alle lau? No, the point I'm making is, look, we won't really say, well, I'm lukewarm. Nein, der Punkt, um den es mir geht, ist, keiner wird von sich so frei behaupten, ja, ich bin lau. But this is the reason why they are, why they are. Aber das ist eigentlich der Grund, warum sie das sind, was sie sind. And then Jesus explains their true state. Und Jesus erklärt dann ihren wahren Zustand. You are wretched. Ihr seid elend. Miserable, poor, blind and naked. Jämmerlich, arm, blind und nackt. Blind. Now the danger is that we often look for faults in others before we realize the faults in ourselves. Die Gefahr ist natürlich, dass wir immer viel schneller die Fehler bei den anderen erkennen, bevor wir über unsere eigenen nachdenken. My father told me a story once that when he was working in a company. Mein Vater erzählte mir mal die Geschichte, als er in einer Firma arbeitete. If I'm correct, the story went along the lines of that his manager called him into the office and started telling him off about that there's ways how he should be making sure that he dresses when he comes to work. And it was something not even a major issue. Wenn ich mich recht erinnere an die Geschichte, dann holte der Manager ihn in sein Büro und erzählte irgendwas darüber, wie er sich eigentlich anzuziehen hätte, wenn er in der Firma erscheint. War also eigentlich nichts Großes. The man was saying, your shirt, your tie, the jacket, the trousers, your shoes. Er hat also darüber geredet, du brauchst irgendwie ein Hemd und einen Schlips und eine Jacke und eine Hose und Schuhe. And my father said, I was actually dressed fine. Und mein Vater sagte, eigentlich war ich gut angezogen. The manager just wanted to make a point. Aber der Manager wollte einen bestimmten Punkt machen. And my father said, he started smiling at him. Und mein Vater sagte, dass er ihn dann anlächelte. He said, I just looked at him. Ich habe ihn einfach angeschaut. And the manager said, what's the problem? Und der Manager fragte, was ist Ihr Problem? He said, well, you're telling me about clothes, but you've come here in your slippers. Shoes? Yeah, bed slippers, yeah. Shoes, yeah. House slippers. Ja. Yeah. Und er sagt mir, und dann hat der Vater geantwortet, also Sie erzählen mir etwas über Kleidung in der Firma, aber Sie sind hier mit Ihren Hausschuhen. So the manager was in such a rush that he forgot to dress himself properly. Also der Manager hatte es so eilig gehabt, dass er seine Hausschuhe vergessen hatte auszuziehen. My father just looked, turned around and laughed. Und mein Vater hat sich einfach umgedreht und gelacht. But the point is that sometimes we may be looking at the faults in others when the main fault is actually with us. Aber warum erzähle ich das? Manchmal geht es uns so, wir sehen die anderen und ihre scheinbaren Probleme und das eigentliche Problem liegt bei uns. So what are we actually saying? Also worum geht es eigentlich? First point. Punkt 1, worum geht's mir? In one version of the Bible it says, I am rich, I have prospered and I have need of nothing. Oder was behaupten wir, die Laodiceaner? Es gibt hier eine Übersetzung. Let me see again. I am rich, I have prospered, I have need of eine nothing. Übersetzung sagt ungefähr, ich bin reich und reich geworden, ich habe es zu Wohlstand gebracht und ich brauche nichts. Now the way that this is written emphasizes an arrogant use of the word I. So wie das hier aufgeschrieben ist, da steckt eine gewisse Arroganz dran. Es geht nämlich drin, es geht andauernd um ich. It suggests a complete lack of spiritual insight and discernment. Also man hat den Eindruck, diese Person ist irgendwie völlig ungeistlich, hat keine geistliche Selbstwahrnehmung. This group of people could be like the man in the parable in the book of Luke chapter 12. Turn there with me. Diese Gruppe von Menschen, die ist eigentlich ähnlich wie der Mann im Gleichnis von Lukas 12. Luke 12 verse 16 to 21. Lukas 12 Vers 16 bis 21.
There was a rich man who started to build barns. Es war ein reicher Mann, er fing an, Scheunen zu errichten. And it says, and he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines gewissen reichen Menschen trug viel ein. And he thought within himself, saying, what shall I do, because I have no room where to bestow my fruits. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe keinen Raum, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and all my goods. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all meinen Weizen und meine Güter einsammeln. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Gott aber sprach zu ihm, du Tor. In dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So is he that layeth up treasure for himself and is not rich towards God. So ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. You see, we have to ask, what made this man rich to himself but not rich to God? Wir müssen uns die Frage stellen, wie kam der Mann dahin, dass er alle Reichtümer für sich sammelte, aber nicht reich war in Bezug auf Gott? He had a lot of land. Er hatte viel Land. He had fruits, but he didn't share them. Er hatte Früchte, er hat sie aber nicht geteilt. He thinks within himself, but doesn't go to God. Er denkt etwas in sich selbst, aber er geht damit nicht zu Gott. He boasts to himself. Er prahlt vor sich selbst. He keeps all that he has for himself. Alles, was er besitzt, behält er für sich. He plans for future prosperity for himself, so that he can eat, drink and be merry. Er plant für die Zukunft, aber nur für seinen eigenen Wohlstand, denn er möchte gerne fröhlich sein und essen und trinken. He built the barns. Und er baut die Scheunen. Reflected on the life that he's now going to live. Und er hat eine gewisse Vorstellung von dem Leben, das er jetzt führen möchte. And then he died that night. Aber in der Nacht stirbt er. What a sad parable. Was für ein trauriges Gleichnis. If you was to go back to your room or your tent or your caravan or wherever you're sleeping tonight. Wenn ihr heute Abend zurückgeht in eure Schlafstätte, ob jetzt in einem Wohnmobil oder Zelt, wo immer. And your life was required of you tonight. Und heute Nacht würde euer Leben zu Ende gehen. And I hope it's not, because I want to see the rest of you for the rest of the week. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist, denn ich möchte euch noch den Rest der Konferenz sehen. But if your life was required of you tonight. Aber nehmen wir an, man würde euer Leben heute Nacht fordern von euch. Could you say that you gave your fruits to help everybody around you? Könntet ihr von euch sagen, dass ihr eure Früchte allen um euch herum ausgeteilt habt? Would you be able to say that I trusted in God my whole life? Könntet ihr sagen, ich habe mein ganzes Leben lang an Gott festgehalten im Vertrauen? You see, the lukewarm place their trust in themselves and not in God. Wisst ihr, die Lauen vertrauen auf sich selbst, nicht auf Gott. And the strangest thing is this. Und das absolut Seltsame ist. They actually say they trust in God. Sie behaupten von sich, dass sie auf Gott vertrauen. They're in church. Sie sind in der Gemeinde. You're here. Ihr seid hier. But you don't trust him. Aber ihr vertraut ihm nicht. You will say that you're a Christian, but he's not within you. Ihr sagt, ihr seid Christen, aber er wohnt nicht in euch. And if you know that's you, I'm begging you, come to him. Und wenn ihr euch darin wiedererkennen könnt, dann flehe ich euch an, kommt zu ihm zurück. Then Jesus goes on to explain some of this parable using other points to his disciples. Und dann erklärt Jesus dieses Gleichnis weiter und macht noch einige weitere Punkte gegenüber seinen Jüngern. So let's quickly look at verses 24, 27 and then 31. Gehen wir also schnell noch in die Verse 24 und 27 und dann 31. So Jesus says, consider the ravens, for they neither sow nor reap, which neither have storehouse nor barn, and God feedeth them. How much more are ye better than the fowls? Vers 24, betrachtet die Raben,
dass sie nicht säen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben, und Gott ernährt sie. Um wie viel vorzüglicher seid ihr als die Vögel? So he's telling them, look, this man built all of these barns to feed himself. You are better than the ravens, and the ravens are smarter than you. Und er sagt ihnen also, dieser reiche Mann, der baut sich die Scheunen, um da seinen ganzen Reichtum aufzubewahren, und ihr seid doch viel mehr als die Vögel, aber sie sind schlauer als ihr. In other words, he's saying the ravens are practicing more faith than you. Er sagt ihnen gewissermaßen, diese Vögel, die haben noch mehr Glauben, praktischen Glauben als ihr. He says in verse 27, consider the lilies how they grow. They toil not, they spin not, and yet I say unto you that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Vers 27, betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit war bekleidet wie eine von diesen. Was the man in the parable a rich man? Dieser Mann im Gleichnis, war der reich? Yes, don't go silent on me now. Ja, bleibt jetzt nicht still. He was a rich man. Er war reich. Was Solomon a rich man? War Salomo reich? Yes. Super rich. Super reich. So rich he made silver like stones. Es heißt, das Silber war wert wie Steine in seiner Zeit. But God was saying that there is something that Solomon could not be clothed within his own strength. Aber Gott sagte, da gab es etwas, in das konnte Salomo aus eigener Kraft sich nicht kleiden. And even the lilies were more beautiful and had more glory than he did. Und selbst die Lilien waren in der Hinsicht schöner und herrlicher als er. Which tells me that the clothing that God wants to give me, I cannot do it myself. Und das sagt mir, dass die Kleidung, die Gott mir anlegen möchte, die kann ich nicht selber herstellen. So he's applying it and he's saying, even the richest man that's recorded in the Bible was not able to clothe himself with the beauty I can clothe you with. Also Jesus macht hier die Übertragung und sagt, selbst der reichste Mann, den wir aus der Bibel kennen, war nicht in der Lage, diese Schönheit mit sich, dieser Schönheit sich zu bekleiden, die ich euch gebe. Go with me to verse 29. Gehen wir zu Vers 29. He says, and seek not what ye shall eat or what you shall drink, neither be ye of doubtful mind. Da heißt es, und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und seid nicht in Unruhe. Do not doubt God. Hab keinen Zweifel an Gott. Have you all been enjoying the food here today? Habt ihr es euch alle schmecken lassen heute? Yes. And yesterday? Und gestern? And you look forward to tomorrow? Und freut ihr euch schon auf morgen? Are you doubtful of what you will receive tomorrow? Oder zweifelt ihr daran, ob morgen was da sein wird? Because I surely am not. Also ich mit Sicherheit nicht. The cook's able to make a nice paste from almonds and olives. Ja, dieser Koch, der kann sogar aus Oliven und Mandeln einen wunderbaren Aufstrich machen. And it tastes good. Und er schmeckt. And he's blessed by God. Er ist von Gott gesegnet. God tells him how to make those things. Gott hat ihm beigebracht, wie er das zubereiten soll. So if I know tomorrow without seeing the food that I will be blessed. Also, wenn ich weiß, morgen gibt es wieder Essen, auch wenn ich das nicht sehen kann. Why should I doubt the God who gives him the energy and the way to do it? Warum soll ich denn Zweifel haben am Gott, der ihm doch erst die Fähigkeit und Energie dafür gibt? So God is saying, don't worry about your food or your drink. Don't be doubtful. Also Gott sagt, macht euch keine Sorgen um das Essen und das Trinken, zweifelt nicht. Amen. Amen. But then we go to verse 31. Aber dann kommt Vers 31. Jesus says, but rather seek ye the kingdom of God and all of these things shall be added to you. Jesus sagt, trachtet jedoch nach seinem Reich und dies wird euch hinzugefügt werden. Then he goes on to say, sell all that you have, give alms to people and follow me. Und dann sagt er weiter, verkauft alles, was ihr habt, gebt es Almosen den Armen und dann kommt und folgt mir. Build up for yourselves treasure in heaven. Sammelt euch Schätze im Himmel. Follow God with your whole heart. Folgt Gott von ganzem Herzen. And it begins with seeking God and his righteousness. Und das fängt damit an, dass wir Gott suchen und seine Gerechtigkeit. Seeking the kingdom of God. Dass wir das Reich Gottes erstreben. And seeking that thing first. Und dass wir zuerst danach streben. I was sat down recently doing a Bible study with a young person. Ich war kürzlich in einer Bibelstunde mit einer jungen Person. And they're planning, you know, they have exams that they're doing, they're getting ready to go to university. Und diese jungen Leute, ja, die müssen Prüfungen bestehen, sie bereiten sich vor auf ihr Studium an der Uni. Is there anybody here right now who's in university or college? Gibt es irgendjemanden hier, der gerade studiert an einer Hochschule oder Uni? I see your hands. Ja. Put God first.
Ich sage euch, Gott soll erste Priorität sein. I asked the lady, I said, are you prepared to make God's word a priority over the studies that you are doing? Und ich habe die junge Frau gefragt, bist du bereit dazu, Gott höher anzusetzen als das Studium, das vor dir steht? And she said, I don't know. Sie sagte, ich weiß nicht. Because she wants to pass. Denn sie möchte gern bestehen. But I've learned the hard way that if you try to pass without God, you don't pass. Aber ich musste es damals auf die schwere Weise lernen, dass wenn man versucht, ohne Gott zu bestehen, dann fällt man durch. God is the one who needs to be first. Gott braucht die erste Stelle. Everything else comes second and third and fourth. Alles andere ist zweiter, dritter, vierter Platz. A friend of mine who left church. Ein Freund von mir, der die Gemeinde verließ. Called me up one day and he said, Craig. Rief mich eines Tages an und sagte, Craig. Pray that God gives me a job. Betet bitte, dass Gott mir einen Job verschafft. I said, brother. Ich sagte, Bruder. He's like, please, I know God will listen to you. Bitte, ich weiß, dass Gott auf dich hört. Like, I don't have first class tickets in prayer. Ich habe nicht irgendwelche erste Klasse Ticket, was Gebete angeht. In this way, all economy. Wir haben alle nur Economy Class. We all fly the same flight. Wir sind alle auf demselben Flugzeug. But one thing is, we're all promised that God will hear us. Aber wir haben auch alle dieselbe Verheißung, dass Gott uns hört. Nobody is above anybody else. Also da ist keiner über dem anderen. And I said to him, no. Ich sagte zu ihm, also nein. He said, what do you mean, no? Er sagte, wie bitte, nein? He said, you're still in church, you should pray for me. Er sagte, du bist doch noch in der Gemeinde, warum betest du nicht für mich? I said, I didn't say I'm not praying for you. Say again. I said, I didn't say I'm not praying for you. Und ich habe ihm gesagt, ich habe nicht gesagt, dass ich nicht für dich bete. But God's not a postman. Aber Gott ist kein Postbote. I said, I will pray that you will see the kingdom of God first. Ich sagte zu ihm, ich werde für dich beten, dass du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest. So that the job and everything else can be added on to you. Und dann kann nämlich der Job und alles andere, was du brauchst, dir hinzugefügt werden. But that's all I'm praying for you. Aber das ist alles, was ich für dich bete. He got so upset with me. Und er wurde so wütend auf mich. And the reason why he was upset was because the Lord, I believe, was telling him, you need to come back to me. Aber der Grund, warum er sich so ärgerte über mich, war, glaube ich, dass der Herr ihm gesagt hat, du sollst zu mir zurückkommen. And he started experiencing some type of negative conviction. Und das kam da so eine Überzeugung in ihm hoch, die er nicht wollte. I don't really care. As long as he comes to God, that's the first thing. Es war mir eigentlich egal, solange das dazu führt, dass er zu Gott kommt. He can be as angry with me as he wants. Er kann so wütend auf mich sein, wie er will. And if any of you get angry with me, you can be as angry with me as you want. Und wenn ihr euch über mich ärgert, ihr könnt euch ärgern über mich, wie ihr wollt. Seek God first. Trachtet zuerst nach Gott. Every single one of you. Jeder einzelne von euch. And me. Und ich auch. God has to be first. Gott muss erste Stelle haben. But there's a problem. Aber es gibt ein Problem. Because there are some who accumulate things to themselves and these things are riches. Denn einige häufen etwas bei sich selbst an und das sind Reichtümer. And sometimes we put all of our trust in those things instead of in God. Und manchmal setzen wir unser ganzes Vertrauen auf diese Dinge statt auf Gott. Proverbs 13:7 says that there's a man who makes himself rich and has nothing. Es gibt in Sprüche 13 Vers 7 heißt es, ein Mann macht sich selbst reich, aber er hat nichts. And then there's a man who makes himself poor and has great riches. Aber dann gibt's einen anderen, der macht sich selbst arm und er besitzt große Reichtümer. Turn with me to the book of Luke chapter 18. Schlag mir Lukas 18 auf. Luke 18 verses 19. 9, verse 9 to 14. Lukas 18, Vers 9 bis 14. Because we really, we're not talking about money. Denn es geht hier eigentlich nicht um Geld. We're talking about attitudes. Wir sprechen über eine Haltung. And it's by our attitude that we say who we are. Und unsere Haltung verrät, wie wir über uns denken, wer wir sind. It's by our attitudes that we say I am rich and increased with goods and have need of nothing. Mit unserer Haltung bringen wir zum Ausdruck, ich bin reich und bin reich geworden und ich brauche nichts. Listen to this. Hören wir zu. And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Two men went into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican.
Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. The Pharisee stood and prayed thus with himself: God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. I fast twice in the week. Ich faste zweimal in der Woche. I give tithes of all that I possess. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Picture this Pharisee. Stellt euch den Pharisäer vor. Looking at all that he has. Er betrachtet nur, was er besitzt. Looking at all that he does. Alles, was er tut. And then measuring himself by a man who doesn't even know God as much as he did. Und er vergleicht sich selbst mit einem anderen Menschen, der längst nicht so viel von Gott weiß wie er. But the man that begins to pray, the publican, listen to what he prays. Aber dieser andere Mann, als er anfängt zu beten, hören wir zu, was er sagt. And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Der Zöllner aber von fern stehend wollte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und sprach, O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Jesus says, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalts himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Jesus sagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Putting trust in what you know, in what you do, and in what you have will cause you to become lukewarm. Wenn du auf das vertraust, was du weißt, was du tust und was du hast, wirst du lau werden. Because you will begin trusting in you instead of trusting in God. Denn du wirst anfangen, auf dich selbst zu vertrauen statt auf Gott. And God has given us multiple gifts in the church. Do we agree? Und Gott hat uns in der Gemeinde so mit Gaben beschenkt, nicht wahr? But do you know the pain that we cause to God's heart when we put our trust in the gifts that he has given us instead of trusting in him? Aber wisst ihr, was für Schmerzen das Gott bringt, wenn wir statt, dass wir dem Geber der Gaben vertrauen, wir in diese Gaben vertrauen? And I'll explain it this way as I started to learn. I'll explain it this way as I'm learning, as I'm. Ich erkläre euch das mal so, wie es mir selber klar geworden ist. So I have a son, Israel. Ich habe einen Sohn, Israel. Great little baby. Ein toller kleiner Junge. I love the way how he runs around and he makes these noises and he's just great. Und ich liebe das, wie er so herumläuft und was für Geräusche er macht, und er ist einfach toll. I see the character traits coming out in him. Und ich sehe langsam, wie seine Wesenszüge sich entwickeln. And there's something that he will do when I come home. Und er tut etwas Bestimmtes, wenn ich nach Hause komme. So I'll open the front door. Ich mache die Haustür auf. And I'll knock the door just as we go into the living room. Und dann klopfe ich an der Wohnzimmertür. And no matter what he is doing. Und egal, was er gerade tut. He will drop everything. Er lässt alles fallen. And I'll hear his feet coming. Und dann höre ich seine Füße kommen. And he just wants to open the door for me. Und er möchte einfach mir die Tür aufmachen. And then he puts his arms up. Und dann streckt er seine Arme hoch. For me to lift him up. Damit ich ihn hochnehme. And every time I did it, it would bring so much joy to my heart. Und jedes Mal, wenn das passiert, das bringt mir so viel Freude ins Herz. I'd say, that's my son. Und ich sage dann, das ist mein Sohn. Now the time came, I bought him a gift. We bought him a gift, my wife and I. Nun, ich habe ihm dann mal ein Geschenk gemacht, meine Frau und ich. You know, one of those gifts that they it's not really a gift, it's to help him learn. Also nicht wirklich so ein Geschenk, sondern eine Lernhilfe. So, you know, he's walking around with this thing, he's pressing the buttons and er läuft also damit rum und drückt auf Knöpfen rum. And I came home. Und ich kam nach Hause. And I knocked the door. Ich klopfte an der Tür. And I'm looking through the crack. Und ich schaute durch den Spalt. He stopped. Er stoppte. Turned. Drehte sich um. Carried on. Und machte weiter. I was like, oh my life. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. I knocked again. Ich habe nochmal geklopft. And by that time he didn't care, he was just gone. Aber das hat er gar nicht mehr mitbekommen, er war schon vertieft. And then God impressed me. Und dann hat Gott mich beeindruckt. Do you know the amount of times I knock your door? Weißt du, wie oft ich an deinem Tür klopfe? And you're distracted with the gifts I've given to you.
Und du bist abgelenkt, völlig vereinnahmt mit den Gaben, die du von mir hast. And I thought, what pain must I cause God? Und ich dachte mir, was für einen Schmerz muss das Gott verursachen? What pain do we cause God when we put his gifts before him? Wie muss ihm das wehtun, wenn seine Gaben uns wichtiger werden als er? We are all in an excellent place in 2018. Wir befinden uns alle an einem hervorragenden Ort 2018. We have great opportunities. Wir haben hervorragende Gelegenheiten. We can listen to sermons all day long in many different places. Wir können uns den ganzen Tag lang Predigten von überall anhören. Beautiful music. Wunderschöne Musik. And the music here is nice. Und die Musik hier ist wirklich schön. We've got missionary opportunities. We've got hospitals in the church. There's so many things that we can boast of as Adventists. Wir haben Gelegenheiten, wir haben Missionen, wir haben Krankenhäuser, so viele Dinge, auf die wir stolz sein können als Adventisten. You have Joshua Camp. Ihr habt das Joshua Camp. We have this fellowship together. Wir haben Gemeinschaft hier. But what about you as an individual? Aber wie steht es um dich persönlich? Are you self-sufficient? Bist du selbstzufrieden? Are you trusting in your own strength? Vertraust du auf deine eigenen Fähigkeiten? Are you satisfied with yourself? Bist du zufrieden mit dem, was du bist? Do you believe that you have arrived spiritually? Glaubst du, dass du eigentlich es geschafft hast geistlich? Do you believe that you found the truth and that you are now safe? Glaubst du, dass du die Wahrheit gefunden hast und jetzt gerettet bist? When you go to bed tonight or when you went to bed yesterday. Wenn du heute Abend ins Bett gehst oder gestern. And if you were sleeping alone or if you're next to your husband or your wife. Als du ins Bett gingst, vielleicht schläfst du alleine oder neben deinem Ehepartner. When the light switches off. Wenn das Licht ausgeht. And you've actually put your phone away. Und du hast dein Handy zur Seite gelegt. What are you thinking of? Woran denkst du dann? When those night moments pass by and you wake up in the morning. Und wenn diese Momente in der Nacht vorbei sind und du morgens aufwachst. What's the first thing you do? Was ist das Erste, das du tust? When you leave the house and you're going for your daily walk or you're going to work, what do you do? Wenn du aus dem Haus gehst, wenn der Alltag kommt und deine Aufgaben, was machst du da? Are you trusting in your own strength or do you actually trust God? Vertraust du auf deine eigenen Fähigkeiten, deine Kraft oder vertraust du auf Gott? What's going on with you as an individual? Wie steht es um dich bestellt, ganz persönlich? Because my brothers and sisters, we're saved one by one. Denn ihr lieben Geschwister, wir werden alle nur einzeln erlöst. And I have to answer for myself. Und ich muss selbst gerade stehen für mich. So in the midst of all of this greatness, also in all dieser wunderbaren Größe, where are you? Wo stehst du? Because if you are self-sufficient and trusting in your own strength, denn wenn du selbstzufrieden bist und vertraust auf deine eigene Kraft, you're lukewarm. Dann bist du lau. In fact, Ellen White says, und Ellen White sagt uns, Christ sees what man does not see. Christus sieht das, was Menschen nicht sehen. He sees the sins which, if not repented of, will exhaust the patience of a long-suffering God. Er sieht die Sünden, die, wenn sie nicht bereut werden, die Geduld eines langmütigen Gottes aufbrauchen werden. Now listen to this very carefully. Hören wir genau zu. Where is Jesus right now? Wo befindet sich Jesus jetzt? Our high priest in the heavenly sanctuary, right? Unser hoher Priester im himmlischen Heiligtum, nicht? And you want him to present your name. Und wir möchten, dass er unseren Namen vorbringt. You want to be forgiven for everything, true? Denn wir möchten für alles Vergebung erlangen, nicht listen wahr? To this. Christ cannot take up the names of those who are satisfied in their own self-sufficiency. Hört, wie es weitergeht. Christus kann sich nicht der Namen annehmen derer, die mit in ihrer eigenen Selbstzufriedenheit sich befinden. He cannot plead in behalf of a people who feel no need of his help, who claim to know and possess everything. Er kann keine Fürsprache einlegen für ein Volk, das das Gefühl hat, dass es keine Hilfe braucht und das behauptet, alles zu wissen und alles zu haben. When I read this, als ich das las, I said to myself, sagte ich mir, if there's anything holding me back from you, reveal it to me. Herr, wenn es irgendetwas gibt, was zwischen dir und mir steht, zeig es mir.
Because I have the power to withhold my name from being mentioned in the heavenly sanctuary. Denn es steht in meiner Macht, dafür zu sorgen, dass Jesus meinen Namen nicht vorbringen kann im himmlischen Heiligtum. I believe that right now the Holy Spirit is able to bring conviction to all of your minds and identify the things in your life that you need to stop doing. Ich glaube, dass der Heilige Geist die Macht hat, genau in diesem Moment jedem von uns bewusst zu machen, wo sind Dinge, die genau das bewirken könnten, die das verhindern könnten. And he can do that right now. Und das kann er in diesem Moment tun. He's able to flash that stuff into your mind straight away. Er kann uns das aufblitzen lassen in unserem Geist. He's probably doing it. Und wahrscheinlich tut das in dem Moment. But when we say, I'm not going to stop. Aber wenn wir sagen, nein, ich will nicht aufhören. Or when we say, I don't need to do that thing. Oder wenn wir sagen, nein, das habe ich nicht nötig. When that thing is against God. Wenn diese Sache gegen Gott steht. You stop your name from being mentioned in heaven. Dann verhinderst du, dass dein Name vorgebracht werden kann im Himmel. And God doesn't want you just to repent when you feel bad for what you did. Und Gott möchte nicht nur, dass du Reue tust, wenn du dich schlecht fühlst, weil du etwas getan hast. He wants you to repent before you do it. Sondern er möchte, dass du bereust, bevor du etwas Schlechtes tust. That means that there needs to be a hatred of sin in our hearts. Und das bedeutet, in unserem Herzen muss ein Hass gegen die Sünde sein. That though I want to do this thing so badly. Dass obwohl ich so gerne das tun möchte, I will still say no. Ich trotzdem nein sagen. In the power of Jesus Christ, I will not do this thing. In der Kraft Jesu Christi, ich werde es nicht tun. Whatever it may be. Und was immer das sein mag. Amen. Amen. But if you struggle with that, aber wenn ihr damit kämpft, go to God on your knees today and ask him for strength. Dann geht heute noch auf eure Knie, geht zu Gott und bittet ihn um Kraft. We say we are rich when we clothe ourselves with our own righteousness. Wir sagen, dass wir reich sind, wenn wir uns mit unserer eigenen Gerechtigkeit bekleiden. When we boast of all the places or the things and the works that we do. Wenn wir damit prahlen, diese ganzen Orte und die Dinge und was wir alles fertig bringen. When we have not truly learned of Jesus. Wenn wir nicht wirklich gelernt haben von Jesus. And I'm talking about a personal real revelation of Jesus Christ in the heart. Und ich spreche hier um eine persönliche, echte Offenbarung Jesu im Herzen. A true experience which goes beyond just speaking, but doing. Eine wahre Erfahrung, die über das Reden hinausgeht, sondern das Tun umfasst. When we claim to know everything. Wenn wir behaupten, alles zu wissen. But we don't truly know him. Aber nicht wirklich ihn kennen und wissen, wie er ist. We're living a lie. Dann leben wir eine Lüge. When we have unrepented sins and we don't want to repent of them. Wenn wir unbereute Sünden haben, wir möchten nicht sie bereuen. When our actions speak opposite to what we profess. Wenn unser Leben im Widerspruch zu dem steht, was wir bekennen. We are rich. Dann sind wir reich. And increased with goods. Und reich geworden an Gütern. And by our actions we show we need nothing. Und durch unser Leben, durch unser Verhalten sagen wir, ich brauche nichts. And I'm speaking to all of us today. Und ich spreche heute Abend zu jedem von uns. We need to repent. Wir brauchen Buße. There are things in our lives that we need to change. There are family members that we have that we need to reach out to. Wir haben Dinge in unserem Leben, die müssen sich ändern. Wir haben Familienangehörige, um die müssen wir uns kümmern. There are neighbors that we need to win to Christ. Es gibt Nachbarn, wir müssen sie für Christus gewinnen. We have to come closer to our enemies. Wir müssen selbst unseren Feinden näher kommen. So that they can be saved. Damit auch sie gerettet werden können. And trust me, there's not going to be any fights in heaven. Und glaub mir, im Himmel wird es keine Streitigkeiten mehr geben. I can't wait to see Uriah when he meets David and Solomon and Bathsheba. Ich kann gar nicht darauf warten, wie der Uriah einmal David und Bathsheba und Salomo treffen wird im Himmel. What will that conversation be like? Worüber werden die sich wohl unterhalten? Wie wird das aussehen? And Uriah is going to be like, you actually sent my death warrant. Und der Uriah wird ihm sagen, du hast wirklich ein Todesdekret gesandt. In my own hands. Und es in meine Hände gegeben? Do you think that they'll be fighting when they're up there? Do you think that they'll be fighting when they're in heaven? Aber glaubt ihr, dass da noch Streit geben wird zwischen den beiden im Himmel? I think they'll be saying, "Praise God, we made it."
Ich denke, sie werden alle sagen, Gott sei gelobt, wir haben es geschafft. I'm looking forward to seeing Nebuchadnezzar and Daniel. Und ich freue mich, Nebukadnezar und Daniel zusammen zu sehen. He's going to make it. Denn er wird auch dabei sein. But they had to change. Aber sie mussten sich verändern. And even though that Daniel was brought into Babylon. Und obwohl Daniel nach Babylon verschleppt wurde, Daniel didn't hold that against Nebuchadnezzar. Hat er das Nebukadnezar nicht vorgeworfen? He tried to reach out to the man. Sondern hat sich um ihn bemüht. When we have truths and we hold it to ourselves, we are in danger. Wenn wir Wahrheiten besitzen und wir behalten sie für uns, sind wir in Gefahr. So by our actions we say that we are rich and increased with goods and in need of nothing. Also es ist unser Verhalten, das zeigt, dass wir sagen, ich bin reich und reich geworden und ich brauche nichts. Is that clear for you? Ist das verständlich für euch? Do you see that maybe there's some areas in your life that you need to make some changes in? Könnt ihr das sehen? Wird euch bewusst, dass es vielleicht Bereiche in eurem Leben gibt, die müsst ihr ändern? We're rich and miserable, poor, blind and naked. Wir sind elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Wretched means that our righteousness is like filthy rags. Und elend, das bedeutet, dass unsere Gerechtigkeit nur ein schmutziges Gewand ist. I could not go back to my room tonight and say, God, I did a great thing for you today. Ich kann heute Abend nicht auf mein Zimmer gehen und sagen, Gott, ich habe heute wieder Großes für dich geleistet. Every time I preach, I do not feel worthy to be here. Jedes Mal, wenn ich predige, dann fühle ich mich unwürdig für diese Aufgabe. The things I used to do before I became a Christian. Wisst ihr, was ich gemacht habe, bevor ich Christ wurde? And God always saw, I'll have you preaching to my people. Und Gott hat mich immer gesehen und hat gewusst, er wird mal zu meinem Volk predigen. I was wretched. Ich war elend. And even now while I'm in the church, none of these works that I do makes me righteous. Und auch jetzt, wo ich in der Gemeinde bin, nichts von alledem, was ich tue, trägt zu meiner Gerechtigkeit bei. I'd agree with Paul and I'd say, I am the chief of all sinners. Ich kann nur Paulus zustimmen, der gesagt hat, ich bin der größte von allen Sündern. But I'm forgiven by his grace. Aber durch seine Gnade habe ich Vergebung. So while I may be wretched, also auch wenn ich elend bin, he's the righteous one. Er ist gerecht. And every day I see my need of him. Und jeden Tag merke ich, wie sehr ich ihn brauche. The word miserable means to be pitied. Dieses Wort elend oder jämmerlich bedeutet bemitleidenswert. Jesus has pity upon all of us. Und Jesus hat mit jedem von uns Mitleid. Poor means to be reduced to begging. Arm bedeutet, dass du dazu verdammt bist zu betteln. Asking alms, destitute of wealth and influence, position and even honor. Du musst um Almosen betteln, weil du nichts besitzt und du hast keine Position und keine Ehre. Your position can't save you. Deine Position kann dich nicht retten. No matter where you are in the church. Egal wo du dich befindest in der Gemeinde. From the membership to the leadership. Ob du ein Gemeindeglied bist oder ein Leiter. Your position doesn't save you. Deine Position kann ich nicht retten. It just gives you responsibility. Sie gibt dir nur Verantwortung. To help bring people to the cross. Du sollst helfen, Menschen zum Kreuz zu führen. And when we get to the cross, we're just brothers and sisters. Und vor dem Kreuz sind wir alle nur Brüder und Schwestern. And we're blind. Und wir sind blind. Now this blindness is a mental blindness. Nun, diese Blindheit ist eine geistige. If you have forgotten where you once was, wenn du vergessen hast, wo du herkamst, you are probably blind. Dann bist du wahrscheinlich blind. You see, I remember this in my own experience. I came into the church in the year 2000. Ich erinnere mich an mein eigenes Leben. Im Jahr 2000 kam ich in die Gemeinde. 2018, it is today. Heute haben wir 2018. I'm nearly 20 years old new. Ich bin bald 20 Jahre alt oder neu. But I remember as the years were progressing. Aber ich erinnere mich, als die Jahre vergingen. I got used to doing church. Da habe ich mich irgendwie daran gewöhnt, Gemeinde zu leben. It's putting on the suit on Sabbath. Am Sabbat Anzug anziehen. Walking through the door, shaking everybody's hands. Durch die Tür gehen, alle in die Hand schütteln. Sit down, listen to the message. Sich hinsetzen, zuhören bei der Predigt. Go home and have a powerful feast. Und dann nach Hause gehen und ein tolles Mittagessen haben. Go back for AYS. Und dann zurück. What's that? Afternoon service. Und dann gehe ich zurück am Nachmittag, dann ist Jugendstunde. And then the week begins. Und dann fängt die Woche wieder an. And I do this every week. Und so geht es jede Woche. And you begin forgetting where you came from. Und dann
fängt man an zu vergessen, wo man mal war. Because you begin focusing on everything else except where you need to be with Jesus. Denn man konzentriert sich auf tausend Dinge, die dann wichtig werden, außer auf Jesus, wo du eigentlich hingehörst. I'd be in conversation with at that time my unconverted brothers. Say again. My unconverted brothers, I'd be in conversation with them. Ich habe Brüder, die nicht gläubig sind und nicht bekehrt, und ich bin in Kontakt mit ihnen. And when they would tell me the things that they were doing that was wrong. Und wenn sie mir erzählt haben, was sie so machten, diese ganzen Dinge, die falsch sind. I'd open up the Bible. Dann habe ich die Bibel geöffnet. And I'd say, you need to repent. Und dann habe ich ihnen gesagt, du musst Buße tun. You're burning that forever burning lake of fire. Sonst wirst du in diesen ewig brennenden Feuersee geworfen. You will be destroyed. Ihr werdet vernichtet werden. You need to repent and change your life. Du musst umkehren, du musst dein Leben ändern. Do you think that worked? Glaubt ihr, das hat funktioniert? And I did this for years. Ich habe es jahrelang gemacht. An Adventist. Als Adventist. Powerful messages. Eine mächtige Botschaft. But I wasn't living it. Aber ich habe sie nicht gelebt. And then one day we sat round a dinner table. Und eines Tages saßen wir um den Esstisch. And I told them I don't want any debates. Und ich habe ihnen gesagt, ich möchte keine Debatten. I was working on a presentation. Ich arbeitete gerade an einem Vortrag. Within 2 minutes the debate started. 2 Minuten später fing die Debatte an. But then they started pouring out their hearts at how they have lost their brother. Aber dann fing sie an, ihr Herz auszuschütten, wie sie ihren Bruder verloren haben. They were struggling to see Jesus in me because I was struggling to let Jesus be seen. Sie hatten wirklich Mühe, Jesus in mir zu erkennen, weil ich Mühe hatte, Jesus in mir sichtbar zu machen. So guess what I did? Und wisst ihr, was ich tat? I apologize. Ich habe mich entschuldigt. I said that hard word, sorry. Ich sagte dieses schwere Wort, Entschuldigung. And I made an effort to start phoning them. Und dann habe ich mich bemüht, sie nicht länger anzurufen. Speaking to them. Made an effort? Yeah. You talked to them on the phone? Yeah. Phoning them. Going out of the way to phone them and to speak to them. Okay. Und dann habe ich mich sehr bemüht, Kontakt mit ihnen zu pflegen. Ich habe sie angerufen. Wir haben uns unterhalten. And it wasn't until then that I saw the change. Und erst dann konnte ich beobachten, dass eine Veränderung stattfindet. And I saw the power of God revealed amongst us. Und ich habe gemerkt, wie Gott seine Macht unter uns zeigen konnte. I saw how I was holding the riches of our truths to myself. Mir wurde klar, dass ich die Reichtümer unserer Wahrheit für mich selbst behalten And hatte. I had become lukewarm. Und ich war lau geworden, while thinking I was hot. Obwohl ich gedacht hatte, dass ich dafür brenne. And God changed me as he was changing them. Und Gott hat mich verändert und dabei auch sie verändert. Some of you have unconverted family members. Einige von euch haben unbekehrte Familienangehörige. Sometimes we're looking and we're thinking it's the friends they're with, it's the people they're going around with, they're working in the wrong places. The problem may be you. Wir gehen manchmal umher und denken, ach, das sind die Leute, das sind immer die anderen, meine Kollegen. Die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die sind das Problem. Das Problem könntest du selbst sein. There's an epidemic in the church where we've got parents bringing children to us and saying, study with them, save them. Es gibt eine Seuche in unserer Gemeinde. Die Eltern kommen mit ihren Kindern und bringen sie und sagen, hier, studiert mit ihnen die Bibel, rettet sie. And then when I go in the homes, I realize, you all need to be saved. Und dann, wenn ich sie mal zu Hause besuche, dann wird mir klar, ja, ihr braucht alle Rettung. We can't fix people after we fix them and then you break them. Wir können die Leute nicht irgendwie zurechtbiegen und wenn sie dann gerade gebogen sind, dann macht ihr sie wieder kaputt. Maybe the change needs to begin with you. Vielleicht muss die Veränderung bei euch beginnen. Every single one of us. Jeder einzelne von uns. Amen. Amen. Wretched, miserable, poor, blind and naked. Elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Jesus said that he has got all power in heaven and earth. Do we agree? Jesus hat gesagt, ich habe alle Vollmacht im Himmel und auf der Erde. Go with me to the book. Go to 2 Peter chapter 1 verse 3 to 9. Gehen wir zu 2. Petrus 1 Vers 3 bis 9. I won't read all of the verses. I'll read verse 3 and then we'll read a few others. Verse 3 says, according as his divine power hath given us
all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch die Herrlichkeit und Tugend. Virtue means excellence. Tugend bedeutet Exzellenz. God through his power has revealed these things to us. Gott hat durch seine Kraft uns diese Dinge offenbart. We read that from verse 5 onwards. Wir lesen ab Vers 5. It says, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. So wendet eben deshalb aber auch allen Fleiß an und reicht in eurem Glauben die Tugend dar und in der Tugend aber die Erkenntnis. And to knowledge, temperance. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit. And to temperance, patience, and to patience, godliness. In der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit. Have you experienced that in your walk? Ist das auch eure Erfahrung in eurem Glaubensleben? That to the faith you need to add a level of excellence in following God. Dass zu dem Glauben auch eine gewisse Exzellenz dazu kommen muss in unserer Nachfolge. But then you need to practice temperance, which is living a righteous character through his strength. Aber dann brauchen wir die Mäßigkeit, die Enthaltsamkeit, dass wir Gerechtigkeit entwickeln in unserem Charakter durch seine Kraft. And it's difficult, isn't it? Und das ist schwierig, oder? But through his power it's possible. Aber durch seine Kraft trotzdem möglich. Because he says to this add patience. Denn er sagt, dazu fügt die Geduld, das Which means God is saying, wait on me, I will help you. Und das bedeutet, Gott sagt, hab etwas Geduld, warte auf meine Zeit, ich werde dir helfen. And then it says in verse 7, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity, or it would be love. Und dann sagt Vers 7, zu der Gottseligkeit soll die Bruderliebe kommen und dazu die Liebe. We add all of these, then we get to brotherly kindness. Are we kind to each other? Und wenn wir da angekommen sind, dann kommen wir zur Bruderliebe. Verhalten wir uns so miteinander? I mean, while I'm here, I'm able to walk up and down and I see people and we're all like, hello, how are you doing? Great to see you. Ich meine, hier, wo wir zusammen sind, ja, wir laufen einander vorbei und wir sind alle freundlich. Hallo, wie geht's? But when you go back to your church, are you kind? Aber wenn ihr in eure Heimatgemeinde geht, seid ihr auch noch so freundlich? Like, brotherly kind. Also, brüderliche Liebe? When that church member that can't stop their mouth. Wenn da diese Schwester oder der Bruder kommt, die einfach nicht aufhören können zu reden, speaks against you. Wenn er gegen dich spricht, causes problems for you. Dir Probleme macht, do you still love them? Liebst du ihn noch immer? Are you still kind to them? Bist du noch immer freundlich zu ihm? Or do you go home and talk bad about them and do literally the same thing that they're doing to you? Oder gehst du nach Hause und redest dann schlecht über ihn und machst im Grunde das Gleiche, was er tut? If you do what your enemy does to you, you become your own enemy. Wenn du das tust, dich so verhältst gegenüber deinem Feind wie er gegenüber dir, dann wirst du dein eigener Feind. God wouldn't put brotherly kindness all the way down the list for no reason. Es gab schon seinen Grund, warum Gott die Bruderliebe ziemlich weit hinten auf der Liste gesetzt hat. You need the knowledge of Christ and the temperance and the patience and the faith to deal with us. Wir brauchen diese Gotteserkenntnis und die Mäßigkeit und den Glauben, um damit umzugehen. But notice he puts faith first. Aber beachten wir, ganz am Anfang steht der Glaube. Faith in him. Glaube an ihn. Will move mountains. Das wird Berge bewegen. We walk by faith and not by sight. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. In verse 8 and 9, listen to what he says. Lesen wir weiter in Vers 8 und 9. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. I read this, I said amen. Amen. Sagt jemand Amen dazu? But we still have verse 9. Aber jetzt kommt noch Vers 9. But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off and hath forgotten that he was purged from his old sins. Aber bei welchem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. If we are not practicing all of these points, wenn wir all diese Punkte nicht in die Tat umsetzen,
Jesus is helping you understand that you truly are blind. Dann hilft Jesus uns zu dem Verständnis zu gelangen, dass wir tatsächlich blind sind. But do you want to know what the beauty of the message is? Aber wisst ihr, welche Schönheit in dieser Botschaft ist? We're not in apostasy. Wir sind noch nicht abgefallen. Jesus is telling us these things so we can change while there's still chance. Jesus sagt uns diese Dinge, weil die Gelegenheit noch besteht, es zu ändern. There is a wonderful hope. Es gibt eine wunderbare Hoffnung. That through his grace and his power. Dass durch seine Gnade und Kraft. You can be changed. Du dich verändern kannst. You can look like Christ. Du kannst Christus ähnlich werden. And you can go from being wretched and miserable and poor and blind and naked. Und wo du mal elend und jämmerlich und blind, arm und bloß warst. To actually being hot. Kannst du wirklich heiß werden. Don't we all want that? Wollen wir das nicht alle? But it requires us to change today. Aber es verlangt von uns, dass wir heute uns ändern. We've seen what we say we are by our actions. Wir haben gesehen, was wir wirklich sind durch unser Verhalten. We see what we actually are. Wir sehen, was wir wirklich sind. What we can become. Und wir sehen, was wir werden können. It's only through the power of Jesus Christ. Aber das kann nur durch die Kraft Jesu geschehen. In fact, the very thing that Jesus wants us to be, we can only become that by faith. Und natürlich das, was Jesus für uns im Sinn hat, das Ziel, das können wir nur aus dem Glauben erreichen. We need to be aware of our own insufficiency. Uns muss immer bewusst sein, wie unzulänglich wir selbst sind. Our inability. Unsere Unfähigkeit. And we need to have an attitude of watchfulness. Und wir brauchen eine Haltung der Wachsamkeit. Not watching everybody else. Das bedeutet nicht, dass wir jeden anderen überwachen. Watching you. Sondern uns selbst. When those temptations come, you need to be watchful. Wenn diese Versuchungen an uns herantreten, dann brauchen wir Wachsamkeit. And trust that what Jesus said in 1 Corinthians 10:13 is possible. Und wir müssen auf das vertrauen, was Jesus gesagt hat in 1. Korinther 10, 13, was möglich ist. That he will make a way of escape for you if you pray to him. Dass, wenn wir zu ihm beten, er auch für einen Ausweg sorgen wird. And believe me, I have had to escape. Und glaub mir, ich musste diesen Ausweg nutzen. There have been times when I've prayed, Lord, help me, and the door has suddenly appeared. Ich musste entkommen. Ich habe manchmal gebeten und habe gesagt, helft mir bitte. Plötzlich ging eine Tür auf. And I've ran so fast. Und ich bin gelaufen so schnell ich konnte. But if we don't run when the door is presented. Aber wenn wir nicht laufen, sobald die Tür aufgeht. We allow ourselves to enter into problems. Dann lassen wir selber zu, dass wir Probleme bekommen. Jesus has and is offering his grace to every single one of us to be saved. Jesus bietet seine Gnade jedem einzelnen, damit er gerettet wird. He has everything that would complete a total makeover. Er hat alles, was wir brauchen, um uns völlig umzugestalten. And as I'm standing here today, I struggle. Und ich, der heute hier bei euch steht, ich bin immer noch am Ringen. Because my words are not able to change you. Denn meine Worte können euch nicht verändern. I might be able to convince you. Vielleicht kann ich euch überzeugen. But only the Holy Spirit can convict you. Aber der Heilige Geist allein kann euch die Überzeugung entziehen. Herz geben und lebendig machen. And I struggle with the madness of preaching. Euch überführen und für mich ist das, ja, ich kämpfe mit diesem Irrsinn des Predigens. To try and get across to the people of God to let you know how much he loves you. Sich zu bemühen und darum zu ringen, herüberzubringen die Botschaft, wie sehr Gott sein Volk liebt. And I'm not talking about this fluffy type of love stuff. Und ich meine damit nicht diese Zuckerwattenliebe. Real love, sondern echte Liebe. That's based on principle, die sich auf Prinzipien stützt. Real love, echte Liebe. A love that God wants you to show to others. Eine Liebe, von der Gott sich wünscht, dass du sie auch den anderen zeigst. But he needs you to change. Aber wir brauchen dafür Veränderung. And I struggle with trying to figure out how do I get this message across to you. Und ich ringe damit und kämpfe, wie kann ich diese Botschaft richtig rüberbringen? Only the Holy Spirit can convict you. Nur der Heilige Geist kann euch überführen. And I'm praying that tonight that God will convict you. Und ich bete, dass heute Abend Gott in unser Herz seine Überzeugung legt. The Holy Spirit will burst forth in here and move upon your hearts, even when you leave this building. Und dass der Heilige Geist hier ausbricht gewissermaßen, eindringt in unsere Herzen in diesem Gebäude und wenn ihr es verlasst, noch bevor ihr es verlasst. In closing. Schließen. Abschließend.
Laodicea was close to the church of Colossae. Laodicea lag in der Nähe der Gemeinde Kolosse. Paul wrote letters to the church in the Colossians. Paulus hat an die Kolosser einen Brief geschrieben. In chapter 4 verse 16 of Colossians Paul says, in Kolosser 4 Vers 16 sagt Paulus, that they should read the letter that he wrote to the Laodiceans. Dass sie auch den Brief lesen sollten, die er an Laodicea, den er an Laodicea verfasst hatte. And that the Laodiceans should read the letter that Paul wrote to the Colossians. Und umgekehrt, Laodicea sollte den Brief an Kolosse lesen. Now I would love to know what Paul wrote to the Laodiceans. Amen. Also ich würde ja so gerne mal lesen, was Paulus an die Laodiceaner geschrieben hat. When we get to heaven, one of the first things I'm going to ask him is, what did you write to them? Und wenn wir mal im Himmel sind, ist das eine der ersten Dinge, die ich ihn fragen werde. Because for some reason we didn't get that one in the Bible. Denn aus irgendeinem Grund hat der Brief es nicht in die Bibel geschafft. But he may respond and say, well, did you get Colossians? Aber vielleicht hat er ihnen geschrieben, habt ihr den Brief an die Kolosser bekommen? I'd say yes. Ah, ja. I would say yes. Oh nein, genau. Entschuldigung. Also er würde mir dann die Gegenfrage stellen, aber hast du den Brief an die Kolosser gelesen? Ich würde sagen, ja. And I'm thinking he'd probably say, well, the main point of what I wrote to them was what I told the Colossians to give them. Und wahrscheinlich würde er dann sagen, weißt du, die Hauptpunkte, die ich den Laodiceanern geschrieben habe, die findest du in dem Brief an die Kolosser. I find one of the key points in Colossians is Colossians chapter 1, verse 27. Einer der Schlüsselpunkte im Kolosserbrief ist für mich Kolosser 1, Vers 27. Turn there with me. Schlag das mit mir auf. Kolosser 1, 27. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. It's the mystery that's been hidden since the beginning. Das ist das Geheimnis, das von Ewigkeit an verborgen war. And God's saying that this is what you can become. Und Gott sagt uns hier, das könnt ihr werden. A revelation of his glory. Eine Offenbarung seiner Herrlichkeit. And you know, I've been to the British Museum in London. Und wisst ihr, ich war im britischen Museum in London. When I go there, als ich dort ankam, I love walking around and looking at all of the archaeological findings. Da habe ich mir alles angeschaut und die ganzen archäologischen Funde. I see the artifacts from the Assyrians. Und da habe ich die Artefakte von den Assyrern gesehen. I read of the kings that would have caused problems for Elisha and Elijah and Ahab and everyone. Und ich habe von den Königen gelesen, die damals Probleme gemacht haben für Elia und Elisa und andere. I see the huge statues from Egypt of the pharaohs, some of whom would have walked in Moses' days. Ich habe die riesigen Statuen gesehen von den Pharaonen in Ägypten, einige von denen haben zur Zeit Moses gelebt. I see the artifacts from Babylon. Und die Artefakte aus Babylon. The beautiful ceramic walls where you see the lion walking. Diese wunderschönen Keramikwände, wo man die laufenden Löwen sieht. You see Cyrus's cylinder proving that the Medes and the Persians is true. Und wir haben diesen Zylinder von Kyros, der beweist, also von den Medern und Persern, dass die Bibel wahr ist. I see the coins of Alexander the Great showing that Greece actually was existed. Und wir sehen die Münzen von Alexander dem Großen, die beweisen, ja, es gab wirklich mal Griechenland, das Reich. With Alexander's head on. Da ist der Kopf von Alexander drauf. I see the artifacts from Rome. Da sehe ich die römischen Funde. And I imagine that as these people found these things and they delicately brushed the dust away. Und ich stelle mir vor, als damals diese Dinge gefunden worden sind, da hat man ganz behutsam den Staub abgeputzt. It reminds me that we were also dust. Das erinnert mich daran, dass auch wir einmal Staub waren. And my last words to you this evening are these. Und meine letzten Worte heute Abend an euch sind: I think the greatest archaeological find on this planet will be. Ich glaube, der größte archäologische Fund auf diesem Planeten wird sein. Will be the revelation of Jesus Christ in the dust of sinful humanity. Wird die Offenbarung Jesu Christi sein in dem Staub einer in Sünde gefallenen Menschheit. Did you hear that? Habt ihr mich verstanden? Did you understand that? Habt ihr es verstanden? God wants to find a revelation of him. Gott möchte eine Offenbarung seiner selbst finden. In this dust that he made.
In diesem Staub, aus dem wir gemacht sind. And that will be the greatest archaeological find in the whole of human history. Und das wird der größte archäologische Fund sein in der ganzen Menschengeschichte. If you want that to be found in you, und wenn ihr wollt, dass das bei euch einmal vorgefunden wird, then raise your hands. Dann meldet euch. We say amen. Und wir sagen Amen. Let me pray. Wir wollen beten. Lasst uns dazu niederknien. Father, Vater, we come before you and we acknowledge that we are but dust. Wir kommen vor dich und wir wollen anerkennen, dass wir nur Staub sind. We have shown by our actions that we think that we are rich and increased with goods and in need of nothing. Wir haben durch unser Verhalten bewiesen, dass wir glauben, wir seien reich und reich geworden und wir bräuchten nichts. But we are wretched, miserable, poor, blind and naked. Aber wir sind elend, jämmerlich, arm, blind und nackt. But there's hope. Doch es gibt Hoffnung. Because you can reveal your character through our lives. Denn du kannst deinen Charakter in unserem Leben offenbaren. I pray that our thoughts and feelings combined will reveal a moral character of you, Jesus. Und mein Gebet ist, dass unsere Gedanken und Gefühle zusammen einen Charakter ergeben, der dich offenbart, Herr Jesus. That when people see us, dass wenn die Menschen uns sehen, they will see a revelation of you. Dann sehen sie eine Offenbarung von dir. Because you are the hope of glory for all humanity. Weil du die Hoffnung der Herrlichkeit bist für jeden Menschen. We say thank you. Wir sagen Danke. In Jesus' precious name. Im kostbaren Namen Jesu. Amen. Amen.